Ja, oh, draußen spackt der Kater, das ist auch immer wieder sehr gut. Eine Feder im Auto, natürlich, warum nicht? Das Problem kenne ich auch, ständig Federn im Auto. So, einmal schnell da oben hinrennen. Vielleicht können wir von da aus ein bisschen Überblick über das Gebiet kriegen. Ich denke mal, das sind Nester, dabei sind es ja Autoreifen. Die sind eigentlich schon wichtig, aber auch selten. Und ich will dann lieber die mitnehmen, die Dinger, die man hier sowas, wo man so ein bisschen was auf Halde anlegen kann. Ist der Bergbauhelm eigentlich unbegrenzt oder geht er dann kaputt? Und kann ich den ohne Rezept reparieren oder muss ich dafür auch das Rezept finden? Da ist der nächste Kollege. Der geht nicht kaputt. Geil. Oh. Oh, schon wieder so ein Zappelhans. So, einmal auf Ömme. Den können wir zerlegen. Die nehmen wir mit. Und er, was hatte er? Scrap Plastics. Das können wir einschmelzen, aber na, auch nicht. So, mal kurz gucken, solange noch Tageslicht ist. Von hier aus was sehen. Alter. Da hinten ist Wasser. Da. Bringt das was, da hinzugehen oder soll man der Straße folgen? Gucken. Guck mal, es geht ganz schön weit nach Süden. Ich glaube, es lohnt sich schon noch der Straße ein Stück weit zu folgen. Sind wir so weit im Norden gestartet? Ne, wir sind eigentlich ziemlich in der Mitte gestartet. Scroll. Naja, gut, dann folgen wir der Straße. Oh, da haben wir Schwein gehabt. Ich müsste aber, ich habe nicht mehr viel Pfeile, ne? Vier, warte mal. So, das nehmen wir mal mit und ich baue noch mal eben schnell ein paar Pfeile, weil dann ist schon der nächste Kollege. Was war das für ein Geräusch? Soll ich mal was essen? Wie sieht's denn aus? Nahrung 32, Wasser 36. Wasser 46. Eigentlich könnte ich mir mal eine Flasche reinziehen. Oder wir gehen einfach mal zum Wasser da hinten und füllen mal unsere Wasservorräte etwas auf. Das kann man natürlich auch machen. Scheiße. Na komm, geh mal gerade. Hier bin ich, danke. Alter, hat der gesoffen oder was? Reicht's mir aber. Mach's Maul zu.
Schießpulver haben wir. Bonbondose. Ich zerleg den mal erstmal. Der Hoffnung, wir können es mitnehmen. Und. Ach, guck mal, hier teilt sich die Straße. Sollen wir mal in Richtung Westen gehen? Oder weiter in Richtung Süden? Ich würde fast sagen, mal hier in die Richtung. Was ist das? Oh, ein zerfallener Rucksack. Ledermantel. Eisenverstärkter Knüppel. 46. Pass auf. Dann zerlege ich mal den 45er und... Oh. Wieso kriege ich dann aus einem Holzknüppel Eisen? Was? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Aus einem Holzknüppel Eisen zu kriegen. Ich will aber auf jeden Fall den hier, will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und Ette hier. Kurz am Kopf kratzen, das sieht so aus, als würde ich nachdenken. Den Maissamen auf keinen Fall. Das Blei. Komm, ich lasse den Kleber hier. Nimm lieber das Eisen mit. Ach, das ist die zerlegte Bonbondose gewesen. Das war in der Warteschleife. Ah. Gut zu wissen. Wie viele Pfeile haben wir noch? 8. Dann können wir den Kollegen da auch mal wegschnetzeln. Na, jetzt läuft der Typ auch noch. Scheiße. Fertigkeitspunkte und wir kriegen Kleber. Schicksal, Schicksal, Schicksal. Ich habe das Gefühl, wir laufen jetzt aber wieder... Ne, wir laufen echt... nach Westen. Aber da unten ist Wasser, deswegen gehen wir da mal hin. Achtung! Da ist er, unser Bergbauhelm. Jetzt kommt, magst du mal Licht anmachen, ist dunkel. Da war ich einen Ticken schneller, hahaha, als der Chat. Beziehungsweise als das Delay im Chat. Gehen wir denn hier gerade hin? Kleine Steine nehme ich mal mit. Pandesi, wann kommt wieder Through the Woods? Am Dienstag, oder? Dein Uploadplan ist, glaube ich, Dienstag und Freitag Through the Woods, ne? Und am Samstag das andere. Das, da habe ich noch nicht reingeguckt. Das Karma des Klebers, genau. Kleber Karma. Klingt wie ein Künstlername, oder? Jetzt der mächtige Kleber Karma. Kriegst du direkt Respekt. Schmerztabletten. Nehmen wir alles mit. Alle eine Tablette nehmen wir mit. Okay, das Wasser ist jetzt da unten. Ist aber sehr weit unten. Athletik ist auf Level 9. Ich lebe auf jeden Fall schon länger als in jedem anderen Spiel bisher.
Was sicherlich auch daran liegt, dass ich das Rennen jetzt zum ersten Mal ausgeschaltet habe, aber auch, dass ihr mir den Tipp gegeben habt, mit denen, dass die Steinaxt für Wasser. Was? Taschenmotorrad für Vollidioten. Selbst komplette Vollidioten können ein Taschenmotorrad bauen, wenn sie dieser einfachen Anleitung folgen. Brumm, brumm. Am Dienstag, das hat sich auf Donnerstag verschoben, anstatt Freitag und Samstag dann Manu. Manuel Samuel Samstags. Minus ein Samstag. Ach, schön. Moment, also. Der Dienstag hat sich auf den Donnerstag geschoben, anstatt Freitag und Samstag dann. Manuel Samuel, kannst du mir empfehlen? Rezept für das Minibike. Yippie, okay, sollen wir mal lesen? Ich versuche aber gerade noch den Satz von Pandasi auseinanderzuröseln. Ich liebe solche Sätze, ich kenne das ja. Wenn man dann irgendwie so super hektisch irgendwie was schreibt. Dann krack, krack, tak, tak, tak. Ich komme aus der IT. Ich glaube gar nicht, wie oft das passiert. Auch in E-Mails einfach so pat, klack, 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 hacker. Dann sitzt der Empfänger da nur so, ne? Also, die Zickenmama kennt Manuel Samuel auch. Mir sagt es nix. Warte mal, ich muss mal eben kurz was gucken. Dienstags und Donnerstags kommen Through the Woods und Samstags Manuel Samuel in Kurzform. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. So, wir lesen mal. Ach so, das war ein Rezept. Ich dachte, ich könnte jetzt wieder lesen. Schade. Schade. Das war ja auch dem Entwickler von The Land of Pain. Der hat mich so dafür gelobt, dass ich auch die Texte da alle vorgelesen habe. Das scheint echt nicht irgendwie, Oh, in diesem Buch über Pistolen erfährst du, wie 9mm Pistolen zusammengesetzt, repariert und verbessert werden. Läuft, oder? Es läuft. Wir brauchen noch ein paar Pfeile wieder. Nein, 6 wollte ich machen, so. Was hängt denn da in der Warteschleife? Achso. Hallo. Oh. Ein Glas Honig. Esse ich sofort. Einfach mal so ein Glas Honig wegsaufen. Aber gut, man weiß nie, wie es ist, wenn man wirklich Hunde hat, wenn man Hunger hat. Land of Pain wird auch, glaube ich, gut. Und ist auch ein sehr netter Typ, dieser Alessandro Gusso, der Entwickler. Ich hatte den nämlich auf Twitter kurz angeschrieben, ihm nur Bescheid sagen, dass ich ein Video gemacht hatte. Ich meine, er hat ausdrücklich drum gebeten gehabt. Auf IndieDB. Und wollte ihm aber nur Bescheid sagen. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dem gefiel das echt gut. Oh, da ist wieder das Pop-up. Das funktioniert ja, das finde ich ja Wahnsinn. Und geht's weg? Achtung. Hui. Jip. Haha. Nice, das freut mich. Ich glaube auch, dass es gut wird. Vor allem steckt da viel Liebe drin. Der ist auch schon seit 2 Jahren dran oder so. Und wir laufen auch schon seit gefühlt. Da war da was. Seit gefühlten 2 Jahren hier durch die Gegend. Da ist auf jeden Fall ein Kollege.
Ich überhitze. Oh, Mist. Mist, ein Eisenrohr. Nein! Verdammt, ich überhitze, ja. Ich habe aber keinen Platz mehr, irgendwas auszuziehen. Hier. Alter, das geht. Ich kann nichts ausziehen. Kacke. Wir könnten aber ins Wasser gehen.